faktorisiere das Polynom P, definiert durch P von x gleich 64x hoch 3 minus 144x hoch 2 plus 44x plus 21. Wissend, dass es drei reelle Wurzeln hat, die in arithmetischer Folge sind. Dieses Polynom P von x kann also in diese Form geschrieben werden, wo wir die drei Wurzeln a minus d, a und a plus d eingesetzt haben, die effektiv in arithmetischer Folge sind. Wir können ohne Einschränkung annehmen, dass die Zahl d größer gleich 0 ist. Jetzt verteilen wir das Ganze. Zuerst multiplizieren wir diese zwei Klammern miteinander und jetzt verteilen wir auf diese Klammer das x, dann das minus a und dann noch das d. So führt das zu dieser Rechnung. Diese Rechnung wird aber sehr vereinfacht, weil diese zwei Terme minus dx² und dx² verschwinden. Diese drei Terme adx, adx und minus 2adx verschwinden ebenfalls und diese zwei Terme verschwinden auch. So bleibt also nur noch diese Rechnung. Und jetzt verteilen wir noch die Zahl 64. Unser Polynom p von x kann also in dieser Form geschrieben werden, die wir hier festhalten. P von x ist ein Polynom dritten Grades, p von x ist aber so definiert. Dieses Polynom und dieses Polynom, die müssen also gleich sein. Zwei Polynome sind dann und nur dann gleich, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Das bedeutet, 64 muss dasselbe sein wie 64. Das stimmt auch. Die Vorzahl von x², das heißt minus 192a, muss gleich sein zu dieser Vorzahl von x², also minus 144. Und die Vorzahlen von x müssen ebenfalls gleich sein und die unabhängigen Terme müssen auch gleich sein. Das führt dann automatisch zu diesem Gleichungssystem. Wir haben hier zwei Unbekannten, a und d. Diese Gleichung, die ich 1 genannt habe, diese Gleichung führt sofort zu a gleich 144 geteilt durch 192, also 3 Viertel. Somit wissen wir, dass a 3 Viertel ist. Schauen wir jetzt die zweite Gleichung, in der wir a durch 3 Viertel ersetzen. So erhalten wir, dass 64 mal 3 mal das Quadrat von 3 Viertel minus d² 44 ergeben muss, woraus wir schließen, dass d² 1 sein muss. Da wir aber festgelegt haben, dass d positiv ist, können wir daraus schließen, dass d 1 ist. Somit kennen wir a und d aus den zwei ersten Gleichungen. Diese Werte von a und d müssen aber auch die dritte Gleichung erfüllen. Also überprüfen wir das. Wir ersetzen in der dritten Gleichung a durch 3 Viertel und d durch 1. Somit führt diese dritte Gleichung zu dieser Gleichheit. Und diese Gleichheit ist richtig, dann und genau dann, wenn diese richtig ist. Und diese stimmt dann und genau dann, wenn 21 gleich 21 ist, was natürlich okay ist. Also kennen wir jetzt den Wert von a, das ist 3 Viertel, und den Wert von d, das ist 1. Das halten wir hier fest. Und jetzt schreiben wir unser Polynom in faktorisierter Form, indem wir a überall durch 3 Viertel ersetzen und d da und da durch 1 ersetzen. Somit finden wir, dass p von x gleich dieses Produkt ist. Diese 64 schreiben wir in diese Form, 4 mal 4 mal 4. Die erste 4 verteilen wir auf die erste Klammer, die zweite 4 verteilen wir auf die zweite Klammer und die dritte 4 verteilen wir auf die dritte Klammer. Somit führt das zu dieser faktorisierter Form des Polynoms p von x. Und der Auftrag ist erledigt.